Willkommen zurück, Base Engineers. Ich möchte mir gerne gucken, ob ich den Mining Carriage dort kriege. Dann brauche ich dafür wieder Hacking Computer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gehen wir mal schnell. Helm setzen wir schon mal auf. Wir haben ein bisschen Werkzeug einstecken. Müssten mal die Lüftung, den Sauerstoff kurz abpumpen, sonst müssen wir den erst rauslassen. Wäre nicht so gut. Erb mal da. Ja, wir bremsen mal. Ja, wir müssten hier eine Tür einbauen, also ganz die eine Tür einbauen. Können wir mal machen. Stelle. Bitte. Okay. Koordinate. Gucken wir mal, ob wir den Mining Carriage kriegen. Momentan durch den Bug im Spiel sind ja die meisten Schiffe im Moment zumindest relativ harmlos. Beziehungsweise wurde ich bis jetzt noch nicht aktuell erschossen. Heißt, wir könnten ihn bekriegen. Ohne größere Probleme. Los aus. Ach, von wegen. Von wegen. Das war's. Ich und meine Große. Sliding Doors. Okay, das haben wir natürlich jetzt verkackt. Aber das ist nicht weiter schlimm, wir brauchen neues Werkzeug. Produktion. Haben wir eigentlich noch was? Man, wir haben doch bestimmt. In dem Fall haben wir. Hier, 1, 2, 4 Sauerstoffflaschen und Hydrogen. Ja, brauchen wir auf jeden Fall ein paar Tools. Hilft nichts. Hätte ich hier gern 10, da gern 10. Und hier machst du ja 2.
So, da holen wir uns später dann. Alter, so schnell geht das mit dem Sauerstoff. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Zeitschaltuhren sowie den Tim. Für den Tim. Gott in Angriff nicht. Brauche ich auch noch den Material. Benötigen. Den programmierbaren Block und die Z den Tim Terim Tim. Machen wir auch rum. Schaltuhr so. Wieder aufbauen. Schaltuhr auch gleichzeitig in eine Gruppe geworfen. Kommen wir mal zum Tim. Den ein. Und schon übernehmen. Ich ausblenden. Hier. Tim ein. Erstelle Befehl. Nehmen wir mal den Tim. Programmierbaren Block und dich ganz silber. Kannst du starten und bist in Funktion. So, als nächstes machen wir die Doors. Hier brauchen wir wiederum eine Zeitschaltuhr, die machen wir grün. Zeitschaltuhr und einen programmierbaren. Hier wird sich von dir beginnst. So, bearbeiten Workshop. Das machen wir auch. Änderungen. So, bei mir Block der X wird ausgeblendet. Zeitschaltuhr wird Stelle Befehl. Hier Block drin und die aber bin so. So. Darfst du starten und wirst ausgeblendet. Muss ich mal schnell zur Door. Die hier schon haben. Mal schnell gucken. Airlock. Außentür. Lock. Eins. Das ist nur eins. Genau, in dem Moment, wo die offen ist, kann man die nicht öffnen. Und umgedreht. Kann man die drin öffnen. Damit geht uns der Sauerstoff nicht mehr flöten.
Passt. Dasselbe machen wir da drüben. Den Lor bitte. Ich gerade aktuell keine Luft. Tür, das bist du. Wo bist du dann die zweite Außentür? Dann nehmen wir hier die als Innentür und wo bist du? Damit ist das erledigt. Wir können die wegschalten. Haben wir hier die Hangars? Das in der Gruppe auch geht. Das steht ja nämlich jedes Mal das Hangar-Tor wieder schließen. Wir haben hier den Gravitationsgenerator, Lüfter, Richtung. Automatisch wieder zugehen. Genau, aber das wollen wir nicht, dass es automatisch zugeht. Ich aber nicht, dass die Puppe die Cube dazwischen hauen kann. Mal, ob das funktioniert. Jedes einzelne Hangar-Tour, das explodiert da hinten. Ja. Okay. Boom. Oben müssen 16 Kilometer. Was ist los? Ach, schreiben gleich. Der Agentavis. Mal gucken, was da passiert. Okay. Die Hoben fliegt raus. App. Uns alles. So. Vielleicht das Problem aber mit den Hangar-Tor. Die hier löschen. Ja, da werde ich mich mal kurz belesen. Und derzeit die Agentavis nicht angreift. Ein wenig Dinge Aufnahme dann. Danke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht's gut.